sein. 22 Kilo. Oh Mann. Am besten, ich suche mir gleich ein Plätzchen. Mann. Die Bäche sind alle leer. Das wird haarig. Mann, ich bin echt fertig. Kein Wasser in Sicht. Auch alles trocken. Leute, das erste Wasser seit 10 Kilometern. Aber ich traue mich, das nicht zu trinken. Es sind so viele Tierspuren. Oh Mann. Aber wo hier so eine Pfütze ist, muss doch irgendwo noch eine andere Quelle sein. Oh nein, ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Wasser. Ich wäre hier fast gar nicht hergegangen. Oh, ist das geil. Ist das geil. Ich krieg Gänsehaut. Oh, ich habe echt ein bisschen Pipi in den Augen. Das ist Wahnsinn, wie man sich über einen Schluck Wasser freuen kann. Dieses Geräusch. Oh Mann. Ich werde das aber trotzdem abfiltern. So, erstmal für den ersten Durst. Oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Oh Mann, kann ganz schön mit einem durchgehen. Ne? So, nicht schön, aber tut seinen Dienst. Also noch vor einiger Zeit hätte ich wahrscheinlich direkt aus dem Trog getrunken, sogar ohne Filter. Aber sind hier ringsherum mindestens 3 oder 4 Hochstände. Und direkt hier hinter der Kamera ist ein riesengroßes Futterhäuschen. Da ist zwar jetzt nichts drin, das ist ja klar, ist für den Winter wahrscheinlich oder für die Jagd zum Anfüttern. Auch mit dem Loch da unten, mit dem Wasserloch, das ist nicht weit von hier gewesen. Deutet alles darauf hin, dass hier viele Tiere sich aufhalten. Und wenn die hier trinken, dann möchte ich ungern jetzt direkt davon trinken. Ich glaube gar nicht, was das für eine Freude ist. Mann, mir geht's auf jeden Fall wieder viel besser. Oh Mann, super. Weiter geht's. Okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich bin jetzt ungefähr auf 1000 Meter Höhe. Ich bin von hier aus dem Wald gekommen. Und hier drüben geht der eigentliche Wanderweg weiter. Ich muss auch langsam gucken, wo ich einen Schlafplatz finde, weil es ist jetzt schon 16.40 Uhr. Deshalb gehe ich jetzt mal hier die Straße weiter und guck mal. So, hier sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Sieht aus wie so ein kleines Plateau da oben. Aber hier jetzt noch hochkraxeln. Oh Mann. Also ich bin jetzt hochgeklettert. Hier muss irgendwas passen. Ich kann nicht mehr. Bloß noch ein bisschen weiter vom Weg weg. Der ist da unten. Aber schön ist es hier, Mann. Wow.
ich sag's euch ganz ehrlich, jetzt kochen im Wald ist irgendwie... Ja, am liebsten würde ich sein lassen. Aber ich muss auch irgendwas essen. Und deshalb habe ich mir hier ein bisschen Platz gemacht. Und ich werde ganz vorsichtig mir das Wasser jetzt warm machen. Also was Feuer angeht, bin ich der größte Schisser. So, es kocht aus, das Ding. 18.30 Uhr. Endlich was essen. So schön hier. So, ein wunderbarer Tag hier zu Ende. Mit Höhen und Tiefen. Toll. Ich bin so happy. Mann, war das eine Nacht. Oh Mann. Ja, die Rufe kamen immer näher. Und irgendwann saß der hier oben im Baum und hat hier oben gerufen. Das war schön. Aber eben auch ganz schön laut. So, ich werde jetzt alles zusammenpacken. Und wird dann ohne Kaffee und ohne Essen losgehen. Auf jeden Fall wird es ein schöner Tag. Die Sonne kommt gerade über den Berg ein bisschen. Ihr merkt es, ich bin ziemlich leise. Ich habe hier das Gefühl, ich gehöre hier nicht her. Deshalb werde ich jetzt auch so schnell wie möglich alles abbauen und einpacken. Und dann wieder weiter wandern. Mann, ich weiß nicht, ob man sehen kann, wie steil das ist. Ist wie eine Wand vor mir. Mein Magen knurrt. Oh Gott. Jetzt schon. Das Gefühl, wenn der Wald immer lichter wird und man immer mehr blauen Himmel sieht, ist einfach toll. Falls man sich fragt, warum sich Menschen sowas antun, hier hochzulaufen. Und das sind heute viele, viele, viele Menschen. Das kann nicht mehr weit sein. Hier runter muss ich nachher hier drüben lang und hinterm See zum Auto. Also quasi einmal runter. 1300 Höhenmeter wahrscheinlich. Gleich geschafft. Ich würde sagen, der Anstieg hat sich gelohnt.
Also man ist hier wirklich nirgends mal 5 Minuten alleine. Jetzt muss ich unbedingt aus der Sonne raus, das knallt wie Sau. So, jetzt bin ich dann quasi auf dem Rückweg zum Auto. Das sind von hier 10 Kilometer. Es ist jetzt knapp 13 Uhr. Es ist so warm, mir rutscht die Brille auf der Nase. Aber ich habe echt noch ein Stück vor mir. Das wird hart heute. Richtig hart. Ich habe kaum was gegessen. Aber ich weiß ja, dass im Auto auf mich ganz viel wartet. Gott sei Dank. Oh, die Waden brennen und die Oberschenkel. So, den schlimmsten Abstieg habe ich, glaube ich, jetzt hinter mir. Das ist angenehm. Hier pfeift so ein bisschen der Wind durch. Oh, ich bin... Ups. Oh, ganz schön fertig. Ihr glaubt nicht, die Straße geht jetzt so noch ein Stück weiter. Toll, ne? Ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Ich bin hier wieder irgendwo und nirgendwo. Ich laufe einfach mal und quatsch ein bisschen mit euch. Es gibt immer wieder zwischendurch noch Stücken, die richtig hochgehen. Ich kann auch nichts mehr sagen. Oh Mann. Jetzt geht's wieder hoch. Oh. Gerade wollte ich euch sagen, dass man, wenn man so fertig ist, mein Wasser ist übrigens jetzt auch alle, man überhaupt keinen Blick mehr hat für die schönen Dinge. Man funktioniert nur noch völlig mechanisch. So, aber als ich das gerade dachte, gucke ich doch nach links und sehe, hier so nette Brombeeren mal wieder. Super reif. Oh. Muss aufpassen, wenn ich mich bücke, dass ich noch hochkomme. Okay, weiter geht's. Jetzt gibt es da nochmal das heiß ersehnte Nass. Ich kann nicht widerstehen, ich muss mich hier mal erfrischen. Das heißt Rucksack absetzen, mühselig wieder aufsetzen. So, auf geht's zur hoffentlich letzten Etappe. GPS sagt nur 3/4 Stunde. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie ich das Ding nochmal auf meinen Rücken kriegen soll. Jetzt schaut euch doch mal bitte den Blick an. Ich glaube, es ist der letzte Anstieg jetzt, bevor es dann runter geht zum Auto. Puh, Mann, bin ich fertig. Oh Mann. Ich laufe voll auf Reserve, aber richtig. Oh, alles tut weh. Hier muss ich euch nochmal mitnehmen. Es geht mitten durch die Wiese. Überall zirpt das. Oh, herrlich. So. Ich hab's gerade noch so, euch hier irgendwie zu halten und mich auf dem Bein. Ich hab's gleich geschafft. Es geht nur noch bergab. Wenn es ein bisschen
huckelig ist, liegt es daran, dass ich so abgehackt laufe. Ja, ihr hört schon den Krach von der Straße. Diesmal löst der Glücksgefühle in mir aus. Dabei weiß ich noch nicht mal, wo ich mit dem Auto hinfahren soll zum Schlafen. Mann, ey, ich muss auch unbedingt was essen. Ich bin so froh, endlich hier zu sein. Das ist so geil. Guck mal, was ich gefunden habe. Schön salzig, sauer. Ach, das ist ganz so ding, ne? Ich mache euch jetzt mal aus. Muss mich mal ein bisschen sammeln, was ich als nächstes hier mache.